Yeah. Bam, Digga. Hallo Leute und herzlich willkommen zur ersten Folge, von Demolish and Build. Ja, das ist sozusagen ein Abrisssimulator. Ich kenne bei dem jetzt nur Abriss. Ist, warum ich den zocke, ja, er fiel mir halt so ein. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an. Leeres Profil. Doktor, Truck, denn wir uns nicht überraschen. Lass mich jetzt überraschen. Jawohl, Rinder. Also ich lasse mich jetzt überraschen. Ich habe keine Ahnung, was kommt. Jedenfalls. Hey Boss, lassen Sie uns beginnen. Claro. Was? Wir stecken in Schulden? Müssen wir ausgleichen. Ich bin verantwortlich für Schreibarbeiten und kann dir persönlich helfen, aber... Das ist Abriss. Wir nehmen einfach einen Pickup-Truck vor dem Weg. Ja, okay. Ich ein bisschen informiert habe ich mich auch schon. Alter. Digga, mir fällt was auf. Ich habe so ein anderes Game. Das heißt, ich stelle es gerade mal kurz lauter. Thief Simulator. Und das Game ist außerdem auch von der gleichen Marke. Das Game ist von der gleichen Marke wie dieser Simulator. Alter, was geile Budelotze. Gehört uns. Jedenfalls habe ich mich schon ein bisschen mit der Steuerung bekannt gemacht. Man kann so einsteigen. Kann ich auch einsteigen? Alter! Sogar läuft sogar Musik, ihr hört ihr ja vielleicht nicht. Alter, das ist ja geil. Aber ich glaube, wir sollten in den Pickup da. Also das Thief Simulator, das ist so ein Game, falls ihr nicht kennt. Oh, schön die Ego-Perspektive da. Muss man halt so ausrauben. Und das vom gleichen Game unter gleichen Firma gemacht. Und das merkt man noch deutlich. Die Sounds, warte, weil ich jetzt irgendwo gegen crashe. Wieder Campingplatz. Wo muss ich eigentlich hin? Ach, zum Szenario wahrscheinlich. Ja, die Sounds sind auch so. Ja, die Autosounds. Ja, Parkplatzschilder. Okay, interessant. Was ist das denn für eine Musik? Wie kann man Radio umschalten? Smash Wave. Ich bin irgendwie dumm. Wo lang fahre ich hier, Digga? ja. Ich habe mich jetzt ablenken lassen, Leute, aber ist ja egal. Let's go! Gott, viel zu schnell. Los! Ups! Sorry! War nicht meine Schuld! Okay, dann sind wir gleich auch wahrscheinlich da. Jawohl, Leute, das sind wir doch. Let's go, ab zum Szenario. Digga, das Lied könnte auch mal aufhören, so mich wegzudröhnen. Och, komm immer noch. Ach, ich muss immer noch weiterfahren. Digga, das schmerzt ja, nächstes Lied. Ah, es klingt schon besser. Hallo? Sie haben noch... Oh, ups. Okay, was mache ich hier? Hallo? Alter, das ist Parkplatz. Träge sind die Haupteinnahmen für jedes Unternehmen. Ja, also musst du hier... Wie benutze ich das? Ah, F. Es gibt ein unverändertes Betonlager, das wir besitzen. Das Büro im Inneren ist nicht mehr in Gebrauch. Kann abgerissen werden. Die alten Kanister. Klar akzeptiere ich das. Warum nicht? Ist doch geil, ne? Was muss ich machen? Hier die Dinger? Arbeiter verwende Arbeitersinne an Standard R, Ziele zu markieren. Aha. Das hier muss ich zerstören? Alle. Jo. Ist ja geil. Abriss. Warte. Ach, da ist nichts mehr. Leute, das fällt auch so runter. Moment, warte. Es könnte sein, dass es klappt, was ich vorhab. Aber es muss nicht sein. Es könnte sein, dass es klappt. Naja, oh. Doch. Das fällt automatisch alles zusammen, wenn du das untere abschlägst. Aber es... Okay, doch nicht. Wobei... Hallo, musst fallen, Digga. Fall! Flieg und Sieg!
So, alles zerstören, Leute. Das ist doch der Spaß von heute. Jawohl. Das macht man doch heutzutage. Das macht man heutzutage in Games, Digga. Oh, wir können auch sneaken. Sozusagen sneaken. Alter, das ist ja geil. Also, ich weiß ja nicht, was noch auf uns zukommt, aber ich hoffe, dass wir noch irgendwann mit einem fetten Bagger oder mit dem Bulldozer noch was machen können. Alter. Die Sounds sind zu laut. Digga, was war das? Okay, doch nicht aufstehen. Ich mache ihn wieder unten kaputt. Hä? Wie hält denn das? Genauso unrealistisch wie Minecraft manchmal. Okay, brecht. Brich! Aufgabe beendet. Was für eine Aufgabe? Hä? Aber sind auch gar nicht alle weg? Ich schlag die trotzdem noch alle kaputt. Es gibt ja anscheinend Geld. Nice. Jetzt soll ich die Kanister zum Container bringen. Meinen wir die Dichter? Aufsammeln. Perfekt. Hä? Batz! Okay, macht nicht so viel Sinn. Warum verliert man den denn immer? Was ist denn das? Was ist das für ein Container? Für ein Kanister. Wo sind denn die alle? Einmal scannen. Finden. Ach ja, Leute, falls ihr was vom Thief Simulator sehen wollt, ich habe jetzt nur grob erklärt, was man da macht, dann lasst ein Like da, was doof ist. Ich habe das schon durchgespielt, von daher wäre auch für mich da nichts mehr Neues. Ich weiß, dass hier hinten eins ist. Man hat es nämlich eben gesehen, ja. Ja, deswegen, weil ich habe das schon durchgespielt. Deswegen macht das jetzt auch keinen Sinn. Hä? Potter. Was? Alles scannen. Da ist noch einer. Digga, es fühlt sich so geil an im Ohr. Dieser Sound dabei. Der letzte. Den fällt immer runter. Bam. Da. Hä? Enter. Ja, auch. Ja, Kontrakt beenden. Vertrag abgeschlossen. Nice. Zerstörungsbonus. Ah, das war wahrscheinlich das Zerstören. Interesting. Gut zu wissen. Gut gemacht, Boss. Machen Sie weiter und sichern Sie einen weiteren Vertrag. Lizenzstufen. Was sind das? Um eine neue Maschinen und Werkzeug zu entsperren, brauchst du neue Lizenzstufen. Jede Stufe erfordert bestimmte Menge an Erfahrungspunkten sowie ein von dir gebautes Grundstück. Überprüfe weitere Informationen. Okay, interesting. Muss ich jetzt weiterfahren irgendwo hin? Ah, da ist ja. Oh, Dotzerkor. Den kenne ich. Hier. Hallo? Links vor rechts? Ja, das rockt, Digga. Ups. Alter. Okay, genug davon. Schade, ich will den Gap weiterhören. Hier. Ah, okay, er ist wieder zur Arbeit. Das nächste. Vertrag akzeptieren. Alles wegen Bulldozer? Ja, da haben wir den Bulldozer, ja. Mit einem Bulldozer. Ist ja geil. Und Fahrstoffe. Vermeide Fahrzeug. Ja, ich trag die weg. Fahrzeug. Fahrzeugkollision. Puh. Was soll das denn heißen? Huh? Alter, weißt du, wisst ihr was, Leute? Oh ja, da kommt Auto. Ja, bitte explodier. Komm. Jawohl. Los. Yeah. Ja, jetzt explodiert. Das Auto ist gar nicht kaputt gegangen. Was ist das denn? Nochmal. Haben wir noch so eins? Ja, hier. Digga, komm her. Komm her, ich spreng euch alle weg.
Hallo, du Geiler! Der sieht aus wie Mercedes. Komm, fahr drüber! Bam, Digga! Okay, jetzt müssen wir auch der A weit widmen. Ja, hier, das muss ich planieren. Aber womit? Oh, was? What? Ah, Bulldozer. Fahrzeug liefern. Alter. Wow, da habe ich ja wieder den Butzer. Den Dozer-Core, Digga. Wie mache ich das? So? Ja, perfekt, Digga. Jetzt planieren, Digga. Jawohl. Yes, Digga. Das klappt wie am Schnürchen. Okay. Genug. Aber das sieht ja echt geil. Ist das Copyright? Ich würde das gerne jedes Mal in meinem Video einblenden. Weil kann ich das auch rückwärts kaputt machen? Nö. Nur mit der Schneeschaufel, also mit dem Schieber vorne. Ich weiß Bescheid, ihr wisst Bescheid. Fahr! Fahr, mein Dotzer. Yeah. Stell ich mich hier gerade bei den scheiß Erdhaufen an, Digga. Ich habe das Gefühl, ich mach das irgendwie nicht so richtig. Ich will mehr planieren. Fertig. Alter, jetzt noch das hier. Okay, da halt nicht. Darf ich hier zerstören? Was heißt das? Das sieht nicht so aus, als ob die zerstört werden sollen. Okay, ich mach's mal lieber nicht, bevor ich noch was falsch mache. Das ist noch so eins. Alter. Komm her. Alter. Brauch ich dringend. Irgendwo. Batz. Okay, wenn hier ein Auto langkommt. Wird das noch kaputt gehen. Das wirst du bereuen, hier lang zu fahren. Das ist Baustelle. Das ist gesperrt. Okay, reinigen. Reinigen, Dotzer. Falls ihr euch fragt, woher ich den Dotzer-Dingsbums kenne. Ich habe das Game schon mal angezockt. Kurz. Da kam auch dieser Dotzer-Song. Fertig? Okay, YOLO. Rinder. Fahr über Büsche. Die hier? Interesting. Wusste ich nicht. Okay, so weit wie mit dem Dotzer bin ich noch nicht gekommen. Genau gesagt, habe ich noch einmal kurz getestet, Digga. Was auch was ist. Ob das Spiel überhaupt was taucht. Ja, ich fahre die alle um. Rückwärts. In der Ego-Perspektive. Hat ja nicht so geklappt. Kann ich doch die hier planieren? Digga. Weg da. Das war mein eigenes Auto. Komm her. Was? Schwinde. Einmal muss einmal hier durch. Wild gewordener Baggerfahrer muss durch. Jawohl. Oh. Was? Fertig. Vertrag abgeschlossen. Let's go. Kontrakt beenden. Vertrag ist abgeschlossen. Jo. Zerstörungsbonus. 200. Das ist in Summe 1114. Let's go. Kauf einen Flex. Werkzeuge vor dem Weg zum Shop und kaufe einen Flex. Oh, besuchen Orte mit einem Taxi besuchen. Öffne die Karte und klicke auf entsperrten Ort. Lido. Ja. Ja, Mann, ich weiß, wie ein Taxi funktioniert. Da hat hey. Du brauchst nicht. Egal. Wegen Dotzer-Core. Warte, war das gerade Musik aus? Hä? Du überholt mich einfach. Wo dann geht's? Ach, ich fahre mal ein bisschen hier lang. Wollen wir ein bisschen auch auf die eigene Faust handeln? Ja? Das muss auch mal sein. Na gut, ich verhandle doch nicht so sehr auf die eigene Faust. Ja, ein bisschen Dotzer. Jawohl. Wahrscheinlich hört ihr das noch nicht mehr. Weil ich habe das ja so leise gestellt. Ups, war ich nicht.
Digga, die Reifen drehen auch komplett durch. Also ist jetzt nicht das realistischste Game auf der ganzen Erde, aber ist aber auch nicht so schlecht gemacht. Also, ja. Das Bild sieht auch ganz nice aus. Wohin? So viele Meter noch. Oh, gedriftet. Driftet ja richtig. Oh. Ja, das kenne ich schon vom anderen Simulator, vom Sea Simulator. Ist das ein Shop? Aua. Muss ich da hin? Kaufe einen Flex im Shop. Weißt du nicht mal, was ein Flex ist? Wer sollte gar schon wissen, was ein Flex ist? F. Ein Flex. Ach, das ist so gut, Flex. Kauf das Ding! Boah. Manchmal musst du einen anderen Ort fahren, um einen Vertrag anzunehmen. Folge dem Wegpunkt. Ja, wow, ich will meine Flex. Für meine Flex. Alter. Leute. Das sieht mal geil aus. Alter. Schneid hier mal. Kann ich mein Auto anschneiden? Ich schneide mein Auto auf. Ich brech mein Auto auf. Okay, genug davon. F. Ich stelle ihn einfach mal aus. Ich muss aber bald tanken. Nachreise nach Seedorf und akzeptiere den Vertrag. Welchen denn? Nach dem Szenario. Hallo, du Auto. Kann ich auch irgendwie hupen oder so? Nö. Nö. Rinder. Hallo? Ach, Digga. Hä? Wie hält er sich denn auf dem Standstreifen? Seedorf. Dich. Hey, fährt einfach weiter. Das macht keinen Sinn. Ich würde da nicht weiterfahren. Oh, hier können wir abkürzen. Hier können wir abkürzen. Das war sowas von. Ist es auch wirklich ziemlich wie das Thief Simulator, wovon ich am Anfang geredet habe, getrimmt, weil man kann hier durchfahren, ja. Hä? Ich war noch nicht mehr da. Was ist das denn? Leute, ich hab's gefunden. Mit einer kleinen Abkürzung. Bin da oben runtergefahren. Gefallen eher. Jedenfalls Vertrag akzeptieren einfach. Einige fallen auseinander. Wir müssen diese entfernen, bevor sich jemand daran verletzt. Vertrag akzeptieren natürlich, Leute. Direkt akzeptieren. Alles machen. Ach ja, Leute. Falls ihr wollt, dass wir noch mehr davon machen, lasst einen Like da. Dann lasst doch einfach mal ein Like da. Das hier zerschneiden. Alter, wie geil. Oh, das Game ist so geil. Ich finde, das ist irgendwie ganz geil. Fall um! Flieg doch! Warte, kann ich auch kaputt machen? Okay, nein. Bam! Hold up! Pisst euch! So. Aufschneiden, aufschneiden, kaputt machen, aufschneiden, kaputt machen, aufschneiden, kaputt machen. Scharfer Skat. Und Reifen und Ketten. Du kannst die Schaufel der Planierung... um sie zu entfernen. Hä, was soll ich damit machen? Okay, schneide die Zimmer an, reiß die Holze da ab. Oh, das wird ein geiler an. Das wird eine geile Aufgabe für den Bulldozer. Gibt es hier auch Zerstörungsbonus? Ich glaube nicht. Das heißt, ich kann direkt bei 26 aufhören. Feierabend! Feierabend, Leute! Ich gehe Tavi kränken. Kann ich die auch kaputt machen? Okay, nein. Was soll ich zerstören? Das Haus? Okay, egal. Ich brauche nur gerade mal den Bulldozer. Alles wird sich mit F Fahrzeug liefern. Wo steht er denn? Alter. Lala. Und ich fahre jetzt mal hier lang. Gut. Okay. Soll ich das einreißen? Alle Häuser. Reiß die Holzhütten. Vor allen Dingen Hütten. Das sind ja mehrere. Wie soll man die gehen alle abreißen, Digga? Bulldozer, mach das! Jawohl! Guck mal, wie viel Geld ich da krieg. Ach, zu diesen Fässern, Digga. Alter, los, Rinder! Warte, geht der Bulldozer da gerade kaputt? Oh, das wäre natürlich nicht so gut. Ich
brauche den ja noch. Ein in die Ego-Perspektive. Und... Ja. Batz! So. Dann da oben noch. Kann ich das eigentlich auch mit dem anderen machen? Warte, kann ich das hier auch planieren? Ah ja, Schaufel runter und hochfahren. Kann ich auch noch. Hier, hoch damit. Ey, oder? Och man, da sind Sachen... Weil, da fahre ich einfach durch. Muss aber mit kaputt. Vermeide Materialienverlust? Ah. Das könnte ja der Grund sein, warum ich das eben mich nicht getraut habe, die zu kaputt zu machen. Das war auch eine gute Entscheidung. Was ist denn eigentlich mit diesem seltsamen Symbol? Das da 41%? Heißt es der Bulldozer geht irgendwie gerade kaputt? I don't know. Ich habe keine Ahnung. Und was, wenn es 0% plötzlich heißt? Ist der Bulldozer kaputt? Wenn ja, dann muss ich echt aufpassen. Ich muss echt aufpassen, dass er nicht kaputt geht. Das ist mein heißgeliebter Bulldozer. Darf nicht kaputt gehen. Bam! Okay, dann muss ich aufpassen vielleicht. Warte, ich mach das mal. Ich mach die alle Dinger hier kaputt. Alles zerstören. Ja, noch mehr. Mehr Money. Kann ich das auch zerstören? Nein. Raus da! Ich sag es kaputt. Okay, nein. Bam! Anforderung. Einige alte Hüttenfahrer. Ja, Kontrakt beenden. Hier. Zerstörungsbonus. So viel. Alter. Okay. Ist klar. Alles klar. Jetzt müssen wir uns eine neue Maschine... Für eine neue Maschine zu kaufen. Wenn wir Renz bleiben wollen. Wenn du mehr Geld brauchst, schießt du mehr Verträge ab. Es gibt eine Liste im Hauptmenü. Schau dir diese an. Also Leute, mehr Verträge machen. Alles kaputt machen. Aber ich würde sagen, Leute, das machen wir erst in der nächsten Folge. Das war's dann auch an dieser Stelle mit dem heutigen Demoglish-Build-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. In der nächsten Folge... werde ich oder hoffe ich, dass es überhaupt gehen wird. Lasst ein Like da auf jeden Fall. Diese Folge. Dann gibt es noch die nächste Folge, wo wir hier weitermachen. Und uns einen Kompaktlader kaufen. Dann würde ich hiermit sagen, habt noch einen guten Tag. Und ciao.